hast ja echt was auf dem Kasten. Da spritzt Blut aus der Brust des Donnergotts! Lipo, ein einfacher Mensch, hat es tatsächlich geschafft, Thor zu verwunden! In diesem Moment hatten Lipo, der stärkste der Menschen, und Thor, der stärkste der Götter, genau denselben Gedanken. Wären sie beide zur selben Zeit und auch am selben Ort geboren worden. Bastard. Was für eine Verschwendung, dass du als Mensch das Licht der Welt erblickt hast. Dann wären sie Freunde geworden.